Hallo liebe Zuschauer, hier auf meinem Kanal, in einem Fall einmal dem Krieg im Zaungla Kanal und auf der anderen Seite gibt es das gleiche Video nochmal auf dem Bole at Work Channel. Ein kleines Update, ein kleiner Vlog, wenn ihr so möchtet, und da das beide Channel und beziehungsweise fast noch den Bole at Work Channel mehr betrifft, allerdings meine Vlogs auf dem Krieg, egal. Jedenfalls, es geht darum, ich habe auf Willhaben manische Dinge gekauft und am anderen sowas, weil manchen wird es vielleicht schon aufgefallen sein in letzter Zeit, mein GoPro hat nie Gehäuse mehr gehabt. Liegt daran, ich hab's verloren. Ich habe mir ein paar Gehäuse gekauft und wo haben wir sie? Da ist jetzt die gute alte, die Nummer 1 diesmal, mit dem Namen Raupi. Haben wir die erste Cam und das hier ist die zweite. Und da haben wir noch den Hai. Somit, vor allem für die Wool at Work Channels, sollte das ziemlich Wool at Work Videos, sollte das ziemlich interessant sein, dass ich jetzt zwei Kameras zur Verfügung habe. Da könnt ihr zum Beispiel ein Zeitraffer-Video machen und eins könnt ihr zum Beispiel beim Bohrer hin tun oder so, dass man halt da bessere Aufnahmen hat. Wie gesagt, sollte die Videoqualität definitiv steigern. Apropos zum Wool at Work Channel, es sollten in den nächsten 2 bis 3 Tagen sollte ein neues Video rauskommen. Wo ich mit dem Reader, den kennt ihr, kennen manche schon, flüchtig, mit dem haben wir wieder mal etwas gebaut. Und diesmal haben wir das Ganze auch aufgenommen. Ich muss das allerdings noch kommentieren und zusammenschneiden. Es wird noch ein bisschen dauern, auf jeden Fall, ja. Soweit nochmal das Update. 2 Cams. Ein bisschen rumexperimentieren, schauen, was man halt mit 2 Kameras machen kann, was man vorher mit einer nicht konnte und so weiter. Ja. Das war eigentlich schon das Video. Ein kurzer Vlog. Ich habe meine 2. Kamera. Und, oh ja, genau. Und ganz wichtig, wenn ihr Vorschläge habt, was ich mit 2 Kameras machen kann, und nein, keine 3D-Videos, mache ich nicht, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, weiß nicht, oder Zeitraffer-Ideen, was ihr zum Beispiel von meinem Haus aus machen könnt oder sonst was. Vorschläge sind immer gern da. Wenn ihr einen Rig bauen soll, oder ihr Idee habt, was für ein Rig ich bauen könnte für 2 Kameras, alles in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge offen und habe sowieso nichts zum Tun. Insofern, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.